Mit der Rückführung von Kampftechnik begann heute die Reduzierung sowjetischer Truppen aus Ungarn. Sie war von der UdSSR Anfang Dezember vorigen Jahres als einseitige Abrüstungsmaßnahme verkündet worden. Ein Zug mit 31 Panzern eines Garde-Panzerregiments verließ die Stadt Kiskunhalas, 160 Kilometer südöstlich von Budapest. Der Teilabzug wird bis 1990 in zwei Etappen vollzogen. Damit verringern sich die sowjetischen Streitkräfte in Ungarn um mehr als 10.000 Mann. Die Kampftechnik wird unter anderem um 450 Panzer, 200 Artilleriesysteme und 3.000 Kraftfahrzeuge reduziert.